Schön, dass ihr wieder am Grauberg eingeschaltet habt. Wir haben uns heute im schönen Grünberg getroffen, sind insgesamt zu viert und werden euch heute den Grow Base von Grow Control zeigen. Dafür haben wir Grow Control eingeladen, den Tobias. Wir haben Bloomtag eingeladen, den Thomas, der schon lange Erfahrung mit geschlossenen Systemen und CO2 hat. Ja, und natürlich ist auch wie immer mein Kollege, der Max, mit dabei, der nicht nur für einen Videoschnitt zuständig ist, sondern auch für eine gepflegte Kameraführung und ja, wir beide mal wieder, ne? Wir beide mal wieder am Berg, am Blödsinn machen. Ja. Mit dem Tobias. Hi. Das ist der Tobias von Grow Control, quasi der Erfinder, Gründer, Founder, CEO und das gleiche in Grün von Bloomtag. Ich bin Thomas von Bloomtag. Und ich bin heute hier, weil ich die Grow Control Controller ziemlich gut finde. Ich finde besonders gut, dass sie in Deutschland gefertigt sind und der Support einfach super ist. So, kommen wir nun zu einer kleinen Vorstellungsrunde von den drei Produkten, die wir da hatten. Das war einmal die EC Fanbase, einmal die normale Growbase und einmal die Growbase Pro. Fangen wir am besten klein an. Die EC Fanbase steuert im Prinzip nur eure Lüfter. Und ihr könnt da drei Sensoren anschließen, nämlich einmal Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Unterdruck. Und abhängig von diesen drei Sensoren und was die messen, könnt ihr dann eben eure Abluft oder eure Zuluft steuern. Die Growbase, die haben wir hier, die kann schon ein bisschen mehr. Die kann nämlich zusätzlich zur Abluft in Verbindung mit Unterdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, kann sie auch noch CO2 steuern. Ihr habt noch so ein paar extra Funktionen und ihr könnt euer Licht steuern. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Die Growbase kann schon euer Licht steuern, wenn euer LED-Licht von einem externen Controller angesteuert werden kann. Und die Growbase Pro hat dann noch so Spielereien wie zum Beispiel eine VPD-Regelung, wo ihr dann den Blatttemperatursensor anschließen könnt. Und ja. So, und jetzt kommen wir dazu, für wen ist denn eigentlich welches Produkt? Auf da fangen wir am besten klein an. Eure EC Fanbase steuert eben nur eure Abluft, ist klar. Das heißt also, wenn ihr eine Leuchte habt, die nicht steuerbar ist und wo auch kein Steuergerät zu kaufen ist. Aber ihr wollt anfangen, eure Abluft zu automatisieren und die Temperatur automatisch zu regeln, dann ist der Fanbase top für euch. Oder wenn ihr einen Unterdruck steuern wollt oder ähnliches, da Fanbase, klasse. Wenn ihr jetzt aber CO2 zugeben wollt, dann oder euer Licht steuern wollt, dann müsst ihr schon auf die Growbase zurückgreifen. Die ist super top für jeden ambitionierten Gärtner. Kann eben alles, was ihr irgendwie Lebenswichtiges für eure Pflanze so habt, kann die automatisieren. Und wenn ihr dann noch so fast schon wissenschaftliche Spielereien machen wollt, wie zum Beispiel eine VPD-Regelung, wo ihr dann eben anhand der Transpiration eurer Pflanze erkennt, ob noch Potenzial für mehr Temperatur oder ob das Potenzial für mehr Temperatur schon ausgeschöpft ist und so weiter. Das ist ja VPD. Dann nehmt ihr die Growbase Pro, weil ihr da den Blatttemperatur anschließen könnt und dann könnt ihr so Spielereien machen. So, dann kleine Anmerkung aus dem Grünen. Und zwar Anmerkung zur Growbase und zur Growbase Pro, beziehungsweise auch zum EC-Fan. Für jede von diesen Controller-Einheiten, die sind immer für eine Klimazone gedacht, nicht für mehrere. Ansonsten habt ihr eben für mehrere Klimazonen hättet ihr nicht genügend Anschlüsse für die ganzen Sensoren und außerdem müsstet ihr dann noch die verschiedenen Sensoren, die verschiedenen Klimazonen zuweisen, plus alle Funktionen. Und um das alles ein bisschen einfacher zu halten, gibt es eben, oder ist die Idee von Grow Control, dass jede Control-Einheit für genau eine Klimazone gedacht ist. Es geht einfach darum, ihr habt eine Klimazone und die vollautomatisiert mit einem Controller. Das will die Growbase erreichen. Und da befindet sie sich ja auch preislich. Deshalb eine Klimazone pro Growbase oder Growbase Pro. Dann machen wir weiter mit dem Video. Es ist überhaupt ein sehr, sehr mächtiges und beratungsintensives Tool. Du hast gerade das Thema VPD angesprochen, Vapor Pressure Deficit. Unser Kameramann, der Max, der jetzt gerade mal die Kamera an mich übergeben muss, der hat gerade eine Aufgabe gewonnen. Max, du hast gehört, Vapor Pressure Deficit. Darf ich mich jetzt reinlesen? Du darfst dich jetzt reinlesen, darfst an dieser Stelle vom Video eine schöne Folie integrieren. Und warum macht jetzt der Blatttemperatursensor nur Sinn, wenn man sowieso mit VPD arbeitet? Und warum funktioniert der dann nur am Growbase Pro? Also wir haben generell die VPD-Regelung ist nur beim Growbase Pro an Bord. Einfach
irgendwo müssen wir eine gewisse Abgrenzung schaffen und wir wollen eben die kleinere Schwester GrowBase auch eher ein bisschen einfacher halten und so diese wirklichen Pro-Features, die gibt es halt dann bei der Pro-Version. Und aktuell wird die Blatttemperatur nur für die Regelung vom VPD-Wert benutzt. Also ganz kurz gesagt, der GrowBase ist für einen ambitionierten Gärtner, der GrowBase Pro ist wirklich für einen professionellen Gärtner, wo VPD eine Rolle spielt, wo Blatttemperatur eine Rolle spielt. Welchen der beiden wollen wir denn jetzt mal zeigen und in Betrieb nehmen? Such dir einen aus, nehme den Pro am besten wegen dem Blatttemperatursensor. Ich habe noch eine Frage. Hier schnippst noch einer. Max, komm noch gerade noch mal rum. Ja? Der Drucksensor, wozu ist der denn gut? Zeig den mal. Also das ist hier unser Unterdrucksensor Presence. Der ist dazu da, um einfach den Unterdruck im Raum genau zu regeln. Für viele Setups reicht es aus, wenn wir einfach eine Drehzahldifferenz zwischen Zu- und Abluft haben. Aber gerade für größere Anlagen ist es schon interessant, einfach den Unterdruck genau zu regeln. Also gerade wenn es dann nicht um ein Zelt geht, sondern eher um Raum mit Türen und so weiter, dann ist es auch gar nicht mehr so leicht, dafür ein Feeling zu haben, wie groß denn der Unterdruck ist. Und ja, in der Regel wollen wir eben einen leichten Unterdruck haben, um keine Gerüche entweichen zu lassen. Wenn man genau den Unterdruck regeln will, dann würde ich unseren Unterdrucksensor empfehlen dafür. Okay. Und der Unterdrucksensor regelt dann die Differenz von der Abluft zur Zuluft und regelt dann die Zuluft entsprechend hoch oder runter. Genau, also wir haben es bisher so, dass die Abluft im Grunde das tut, was sie tun muss, um die Temperatur etc. im Griff zu haben. Und die Zuluft wird dann so verstellt, dass der Unterdruck aufrechterhalten wird. Es gab vor kurzem auch mal eine Anfrage, ob wir die Funktion vielleicht auch einbauen könnten, dass es auch funktioniert, wenn man nur eine Abluft hat. Denken wir noch drüber nach, ob wir das mit einbauen. Ja, aber könnte sein, dass sich da auch noch was tut. So, nochmal ein Nachtrag aus dem Grün. Diesmal geht es um die Steckdosen, die an eurer GrowBase oder eurer GrowBase Pro meistens mitgeliefert werden. Hoffentlich. Ansonsten meldet euch, wenn keine Steckdosen dran sind. Das wäre immer ein bisschen doof. Ja, es gibt 4 Steckdosen, wie unschwer zu erkennen ist. Diese 4 Steckdosen funktionieren aber, je nachdem, ob ihr die GrowBase habt oder die GrowBase Pro, immer ein bisschen anders. Bei der GrowBase, stellen wir uns vor, das hier ist eine GrowBase, eine ganz normale. 4 Steckdosen, alle 4 einzeln mit 600 Watt. Wichtig, einzeln. Oder in der gesamten Summe 1600 Watt. Also nicht 6, 12, 18, 2400 Watt, sondern einzeln bis zu 600 Watt pro Steckdose. Oder alle zusammen bis zu maximal 1600 Watt. Wichtig. Und bei der GrowBase Pro, wir stellen uns also jetzt vor, das wäre eine GrowBase Pro, habt ihr 3 Steckdosen, die jeweils bis zu, 1200 Watt. So, ich muss gerade nachgucken. Ihr habt also 3 Steckdosen, die bis zu 1200 Watt einzeln können und in der Summe bis zu 1600. Also wieder hier das Gleiche, nicht 12, 24, 3600, nein, sondern 1200 Watt einzeln und in der Summe zu dritt bis zu 1600 Watt. Und dann habt ihr eine 4. Steckdose. Die ist gesondert, gesichert. Die kann bis zu 2400 Watt, diese eine Steckdose, ist zweipolig, wird zweipolig abgeschaltet und hat eine Einschaltstrombegrenzung drin. Die 4. Steckdose ist besonders gut geeignet für LED-Beleuchtung, eben durch die zweipolige Abschaltung und die Einschaltstrombegrenzung. Also das ist einfach ein zusätzlicher Schutz für eure LED-Geräte. Ja, weiter geht's. Wenn wir gerade schon darüber sprechen, sollten die Steckdosen einmal von der Anzahl und auch von der Belastbarkeit nicht ausreichend sein, dann haben wir auch noch einen Power Extender 4 Plus. Das heißt, seht ihr bei uns auf der Website oder beim Growback aus Können der Website. Können wir hier einblenden, Max, hast du wieder eine Aufgabe. Genau. Herzlichen Dank. Ich wollte einen mitbringen, ich habe ihn vergessen. Ja, das haben wir Bilddateien. Genau. Also ja. Damit können wir die Anzahl der Steckdosen erweitern und dementsprechend dann auch dann eine Menge Kram dranhängen. Wir können insgesamt so auf 25 Steckdosen erweitern und die einzelnen Funktionen der Steckdosen können dann übers Menü einfach auch eingestellt werden, so wie das bei den Steckdosen am Gerät auch der Fall ist. So, wir kommen also jetzt zu den RJ45-Anschlüssen hier auf der Rückseite und dem einen USB-Anschluss. Fangen wir einfach mit dem USB-Anschluss an. Der ist nur für Updates gedacht. Keine Steuerung oder sowas, der hat keine andere Funktion, sondern ist nur dafür gedacht, wenn ein Update kommt, zieht ihr die Datei auf einen USB-Stick, wählt den über hier so einen kleinen Dateibrowser aus, macht euer Update, fertig. Dafür der USB-Anschluss. Dann gibt es hier 5 RJ45-Anschlüsse mit dem In-N-Out-Beschriftung, mit einer In-N-Out-Beschriftung. Das sind welche für Sensoren. Könnt ihr also bis zu 5 Sensoren, die ihr von GrowControl auch kaufen könnt, anschließen. Dann gibt es hier noch die beiden Intake und Exhaust, beziehungsweise Zuluft und Abluft. Das sind eure EC-Ventilatoren-Anschlüsse und
Hier oben gibt es Light 0 bis 10 Volt. Auch das relativ selbsterklärend für LED-Beleuchtungssteuerung. 0 bis 10 Volt Signal oder 1 bis 10 Volt. Und der Vorteil ist, wenn ihr eine Lampe habt, die mit 0 bis 10 Volt steuerbar ist, dann müsst ihr die gar nicht mehr vom Strom trennen oder sowas, sondern das Stromgerät ist permanent mit dem Strom verbunden und die Lampe wird komplett hier drüber gesteuert. Und wenn die dann aus ist, dann mit dem 0 bis 10 Volt Signal, wird sie auch ausgeschaltet. Und ein Sonnenuntergang und Sonnenaufgangsfunktion ist hier sogar auch noch mit integriert. Irgendwas habe ich noch vergessen. Achso, ich weiß, was ich vergessen habe. Und zwar, wenn ihr jetzt das erweitern wollt, also wenn ihr mehrere Lüfter steuern wollt, dann gibt es einfach so Zwillingsadapter oder Aufteiladapter und so weiter. Und damit geht ihr dann von einem Lüfter in den nächsten Lüfter, in den nächsten Lüfter, in den nächsten Lüfter. Oder wenn ihr das mit den Lampen macht, geht ihr davon von einer Leuchte in die nächste Leuchte, in die nächste Leuchte, in die nächste Leuchte. Und dann werden die alle gemeinsam gesteuert. Also immer, wenn man sich die Frage stellt, hier geht's nicht weiter mit einer Steckdose, hier geht's nicht weiter mit einem RJ45-Anschluss, hast du einen Koffer und sagst, hier habe ich einen Extender oder hier habe ich einen Splitter. Ne? Genau. Das heißt, wie gesagt, das Produkt ist sehr beratungsintensiv, zögert nicht da, einen Grauberg zu kontaktieren, zögert nicht da, Blumtech zu kontaktieren. Wir fangen das so ein bisschen für dich ab, werden dann die Fragen bei dir, also die, die wir nicht selber beantworten können, auf den Tisch legen. Und so haben wir dann immer schön einen schönen Support-Kreislauf zwischen allen Unternehmen. So, nochmal kleiner Nachtrag zum Video. Diesmal geht es um die Kabel, spezifisch gesagt um die Kabel, die ihr zum Steuern von LED-Leuchten benötigt. Da gibt es eben dezidierte Kabel, zum Beispiel für die Sunlight oder für die Lumatec-Leuchten. Die haben dann an der einen Seite einen RJ45-Ausgang. Der geht an die Growbase. Oder an die Growbase Pro. Und auf der anderen Seite haben sie den jeweiligen Stecker, der für den Dimmer-Eingang an der Leuchte gedacht ist. Da können wir euch jetzt hier ein kleines Bild anzeigen. Wir hatten nämlich das Kabel für die Sunlight-Serie da. Und ansonsten gibt es noch die Variante, dass eben eine Leuchte über einen RJ45-Eingang an der Leuchte steuerbar ist. Aber da gibt es ein Problem. Und zwar sind die Pin-Belegungen von den jeweiligen R45-Buchsen an den Leuchten nicht immer gleich. Was also bedeutet, entweder kauft ihr euch ein Kabel, was speziell von Grow Control, also von der Marke, zertifiziert ist, dass es funktioniert. Oder es gibt so ein Rohling, mit dem ihr euch, der auf der einen Seite einen R45-Kabelstecker anhat und auf der anderen Seite eben so offene Kabelenden. Und mit dem könnt ihr euch dann in euren passenden Stecker quasi selber zusammenbauen, benötigt allerdings ein bisschen Kabel-Know-how. Wir hatten das Beispiel mit der Lumen King, mit der 630 Watt Lumen King Leuchte, wo wir den gefragt haben, den Tobias, wo wir ihn gefragt haben, ja, hat ja einen RJ45 Eingang, also müsste doch kompatibel sein. Und dann hat der Tobias uns gefragt, ja, aber kennt ihr die Pin-Belegung? Wieso? Nö, du. Das heißt, findet die Pin-Belegung eurer jeweiligen Leuchte raus. Wenn ihr Kabel-Know-how habt, dann wisst ihr auch, wie das geht. Und baut euch euer eigenes Kabel oder guckt halt, dass eure Leuchte und das Kabel dazu kompatibel sind. Ja, weiter geht's. Dann werden wir jetzt den Growbase Pro in Betrieb nehmen. Wir werden die Sunlight, die beiden Evo 550, steuern. Die CO2-Armatur werden wir anschließen mit dem CarbSense. Werden den PPM-Gehalt hier im Raum messen, dann werden wir CO2 zugeben, wir werden gucken, welche Unterschiede da stattfinden. Wir werden unsere CO2-Bag testen. Mhm. Mit deinem CarbSense können wir die PPM hier in dem Zelt genau feststellen. Da werden wir die CO2-Bag reinhängen und dann wirklich live sehen, ob sich da irgendwelche Veränderungen ergeben oder ob er nicht doch besser den Grauberg Wunderbaum kauft. Da haben wir einen Lüfter vorbereitet, den zeigen wir gerade mal. Max, wir nehmen mal die Kamera mit. Ups, fall nicht um. Wenn wir den jetzt hier im Video in Betrieb nehmen, ist natürlich auch eins klar, Freunde. Ohne dass hier ein Filter dran hängt, ist der natürlich laut. Thomas, wie viel Kubik? 3000. Auf 10% wird man ihn nicht hören. Kriegt man den auf 10% mit einem Growbase? Ja, kein Problem. Okay, das ist cool. Ja, dann wird es nicht ganz so laut. Wir zeigen euch dann mal einen Unterschied zwischen 3000 und 300 Kubik. Der hat jetzt hier einen Klinkensteckeranschluss. Hier. Tobi, ich habe jetzt aber keinen Klinkensteckeranschluss bei dir gesehen. Da hast du wieder einen im Koffer, richtig? Da haben wir wieder ein entsprechendes Adapterkabel, ja. Ja, also wer fragt, führt, Freunde. Eigentlich kann man sagen, alle Lüfter, die irgendwie ansteuerbar sind,
hast du einen Adapter und kannst da Abhilfe schaffen. Hier in dem Fall ist es dann ein Adapter von Klinke auf RJ45. Genau. In der Regel haben wir einen Adapter, wenn auch das nicht hilft, dann, ich dachte, wir hätten es hier liegen. Nein, haben wir nicht, aber dann haben wir auch wieder so ein Kabel, ähnlich wie das hier, mit offenen Enden. Dann auch mit einer Anschlussanleitung, also ja, im Grunde kann jeder Ventilator angeschlossen werden, der irgendwie steuerbar ist. Und ich weiß, dass von euch jetzt die Fragen kommen, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt mehrere von den Lüftern anschließen will? Das ist auch eine berechtigte Frage, nämlich mit Zwillingsadaptern. Du gehst dann quasi von Lüfter zum nächsten Lüfter, da hängt wieder ein Zwillingsadapter dran, zum nächsten Zwillingsadapter, zum nächsten und brauchst dann den Adapter von Klinke. Ihr kennt das von meinen Videos, ich muss immer was runterfallen lassen, das gehört bei mir im Standard mit dazu. Ihr geht dann quasi von Klinke mit einem einzigen Adapter in den Graubass rein und könnt dann einen ganzen Haufen Lüfter hintereinander schalten, richtig? Ja, korrekt. Also geile Sache, ich wusste, dass ihr das fragt, genauso funktioniert es mit dem Licht auch. Kann passieren, dass wir jetzt einen Zeitraffer machen. Wir nehmen jetzt nach und nach einfach alles in Betrieb. Ja, und wenn du Bock hast, kannst du zu den einzelnen Produkten jeweils was erzählen, während wir sie anschließen. Ich glaube, das macht so am meisten Spaß. Wir gucken mal, wie wollen wir die Sunlight anschließen, die Daisy Chain mal am besten. Ich kann aufhören zu reden, hier ist eh schon der Zeitraffer drauf jetzt. Ich finde es immer cool, dass er dann sagt, du hast glaube ich gesagt, dass das Lumatec-Kabel kommt erst ab nächster Woche. Wann kommt das Video raus? Ich weiß es eigentlich auch nicht. Also wir haben jetzt den 2. April. Genau. Vom 2. April in nächster Woche werden die Lumatec-Kabel offiziell und das Video kommt irgendwann so im Oktober. Stimmt. Das sagt er jetzt nur, weil er Angst vorm Schnitt hat. So Tobi, dann zeig uns doch mal in den einzelnen Schritten, was der Controller alles kann. Er kann also die Lampen steuern. Ja, alles werden wir heute nicht schaffen. Dafür ist es zu umfangreich, aber so ein paar Themen picken wir uns raus. Ja. Wir haben da die Start- und die Endzeit können wir eingeben, nachdem wir die Uhrzeit eingegeben haben. Und eine Sonnenaufgangs- und Untergangszeit einmal fest angeben für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ja, genau. Also wir haben im Menübereich Beleuchtung. Haben wir eben die minimale Beleuchtungsintensität, die maximale Beleuchtungsintensität und dann noch die Dauer für einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Das war's auch schon. Ja, ich stelle jetzt hier einfach mal die Sonnenaufgangs- und Untergangsdauer auf eine Minute, dass wir hier möglichst schnell einen Effekt haben. Kurz einmal machen und dann mal Schnitt. Wir sind auf jeden Fall der einzige YouTube-Kanal in Deutschland, wo der Kameramann mit im Bild ist und die Großaufnahmen macht. Ich stelle 10%. Das ist ja gleich. Ja. Das ist auf jeden Fall eine unglaublich smoothe und harmonische Dimmung. Also sieht man auf jeden Fall keine Stufen oder Ähnliches. Es wird auch deutlich, in deutlich kleineren Schritten real gedimmt, als es hier mit der Prozentzahl angezeigt wird. Also ja, haben wir uns auch nicht lumpen lassen. Die 100 erreicht und dann geht es auch gleich wieder runter, weil der Tag noch 2 Minuten heute hat. Ja, genau. Thomas, du hast dann EC. Fan, Max-Fan von Ken? Ja, der ist über diesen Klinkensteckereingang steuerbar, auch von 0 bis 100% mit 0 bis 10 Volt. Jetzt müssen wir natürlich beim Controller erstmal einstellen, bei welcher Temperatur und welcher Luftfeuchtigkeit er denn reagieren soll. Ja, vorher ist noch notwendig, den Klinkenstecker per Adapter mit dem Graubass zu verbinden. Da können wir gerade noch mal kurz die Verkabelung zeigen, beziehungsweise Max kann den Kabeln folgen. Ja. Ich setze jetzt einmal gerade die Einstellungen zurück auf Werkseinstellungen, dann haben wir nämlich jetzt wieder Tag. So, in dem Fall dimmen die Leuchten jetzt schon wieder hoch. Gut, wir haben jetzt hier ungefähr 22 Grad, also 21,5 haben wir hier. Deshalb stelle ich jetzt mal die Solltemperatur, oder eigentlich können wir es auch so lassen. Wenn wir den Sensor jetzt anwärmen, sollten wir eigentlich feststellen, dass der Lüfter dann entsprechend hochdreht. Gut, Minimum und Maximum, was ist da die Werkseinstellung? 100%? Nee, das ist, in dem Fall, muss ich selber nachschauen, ich glaube 35 bis 100. Ich mache lieber 10 bis 35. Ja. Bleiben mir auch die Sachen in den Regalen stehen. 20 bis 100 sind es im Moment. Was wolltest du als maximal? 30 reicht vor. 30, okay.
Dann für den Minimum mache ich dann 10. Genau. Und bei starken Ventilatoren natürlich erst einschließen, wenn das Maximum eingestellt ist. So. Wir haben jetzt hier sanfte 10%. Genau. In dem Fall wird kein Drehzahlsignal übertragen, weil wir hier nur ein dreipoliges Klinkenkabel haben. Das, ja, bei anderen Anschlüssen wird es angezeigt, aber es hat auch wirklich nur einen Informationswert. Also der Controller macht nichts mit dieser Drehzahl, außer sie anzuzeigen. Gut, dann erhöhe doch mal die Temperatur am Sensor. Erhöhe doch mal die Temperatur am Sensor. Mhm. Ganz einfacher Trick, er nimmt ihn jetzt in die Hand. Die Körpertemperatur liegt bei wie viel Grad? 36? 36 bis 37. Wir haben hier im Raum 21. Man hört jetzt langsam schon, wie er ein bisschen aufdreht. Ich merke schon, wie es hier pustet. Vielleicht noch ein paar Worte zum EC-Lüfter. Wenn da jetzt ein Filter dranhängen würde, Thomas, wäre er lauter oder leiser? Leiser natürlich, auch mit dem Schlauch dahinter wäre er leiser. Wenn das immer noch zu laut ist, kann er natürlich einen schallisolierten Schlauch nehmen. Stehen lustigerweise genau über dir. Die bewährten Phonic Traps. Der beste schallisolierte Schlauch dieser Erde. Ja, ohne Steinwolle. Fährt er merklich hoch? Bei wie viel Prozent ist er? Sind wir bei 27%, gleich bei 28. Er gibt auch kein Ruckeln, sondern er fährt langsam hoch, versucht sich dann einzupendeln, um die Temperatur zu halten. Was jetzt natürlich nicht so gut vorzuführen ist, aber... Jetzt haben wir hier ja keine Verbindung zwischen der Luftmenge und der Temperaturmessung. Insofern war es jetzt wirklich nur zum Vorführen, dass einmal der Lüfter dann auftritt. Ja, in einem entsprechenden System. Funktioniert das dann auch wirklich? Danke, Thomas. Thema Abluft erledigt. Wir haben den CO2-Sensor hier im kleinen Sticky Experts-Zelt, wo mein Finger gerade drauf zeigt. Da ist auch der Schlauch, der hier von der Flasche weggeht. Das ist der transparente Schlauch. Max, zeig den gerade mal mit der Kamera. Und da drehen wir jetzt einfach mal das CO2 auf. Wie viel CO2 haben wir denn jetzt gerade im Zelt? Jetzt haben wir gerade 840 etwa. 840 ppm. Genau. Jetzt drehen wir mal das CO2 auf und gucken mal, wie schnell. Genau, also ich muss jetzt erstmal die Regelung entsprechend einstellen. Als erstes muss ich der entsprechenden Steckdose die Funktion CO2-Ventil zuweisen. Das wollte ich eigentlich ich mache das jetzt einmal für die Steckdose 1 und für die Steckdose 3. Und dann können wir da nämlich noch eine Lampe anschließen. Das haben wir so vorbereitet, dass man auch sieht, wann das CO2-Ventil geöffnet ist. Ja, wie viel ppm wollen wir denn einregeln? Versuchen wir es mal mit 1500 und schauen, wie schnell der Wert erreicht wird. Machen wir 1500. Also ich gebe einmal hier den Sollwert für die CO2-Konzentration ein, dann das Raumvolumen. Wir haben hier ein Zelt mit einem halben Quadratmeter Grundfläche und 2 Meter hoch ist das Ganze, also haben wir insgesamt 1 Kubikmeter. Ich schaue mal gerade. Okay, irgendwas hat nicht geklappt. Ich habe die CO2-Regelung nicht eingeschaltet. Muss man dran denken, die extra einzuschalten? Ja, also ich habe hier alles eingestellt, nur die CO2-Funktion ist noch aus. Okay, das schneiden wir auch raus, oder? Okay, das war jetzt die erste Dosierung, circa eine Sekunde lang. Genau. Jetzt wartet der Controller, was passiert. Genau, insgesamt dauert es immer eine gewisse Zeit, bis das CO2 sich gleichmäßig im Raum verteilt hat. Dabei, wir haben jetzt, es ist immer grundsätzlich wichtig, für ordentlich Umluft zu sorgen. Wir haben auch im Zelt einen Ventilator stehen, der einfach das CO2 homogen verteilt. Sieht man, ist deutlich um 100 ppm auf 1000 gestiegen. Ja, belassen wir es dabei. Wenn keine Dosierung nötig ist, dann wird eben länger gewartet. Aber so, das ist so der grundlegende Zyklus, etwa 45 Sekunden. Okay, das war jetzt wieder ungefähr eine Sekunde, aber größere Räume, da könnte es auch mal sein, dass das für 10 Sekunden reindosiert.
Ja, es ist jetzt natürlich wirklich ein sehr kleines Zelt. Ich muss sagen, ich habe selber noch nie mit so einer kleinen Zeltgröße gearbeitet. Ja, aber der zweite Stoß hat dann nochmal weitere 300 ppm gebracht, oder die Verteilung vom ersten Stoß kommt jetzt erst beim Sensor an. Ja, genau. Cerny, wir fangen eben langsam an. Wir wollen ja auch nicht beim ersten Mal gleich überdosieren. Und ja, ich glaube, den Pflanzen ist das herzlich egal, ob es dann eine halbe Minute länger gedauert hat, bis der Wert erreicht wurde oder nicht. Da legen wir auf jeden Fall einen Zeitraffer drauf, Freunde. Ja. Wie viel ppm haben wir jetzt? Jetzt haben wir 1455. Also Ziel fast erreicht. Ich habe vorhin schon mal meine Uhr ins Bild gehalten. Die ist übrigens älter als der Max. Thomas, du hast ein paar Fragen vorbereitet, die euch mit Sicherheit auch interessieren. Mats ab, los geht's. Nehmen wir an, ich habe einen Raum mit einem Heizgerät und einer Klimaanlage. Kann ich, wenn eine Temperatur X überschritten ist, die Klimaanlage anspringen lassen? Und aber auch, wenn eine Temperatur Y unterschritten wurde, die Heizung anschmeißen lassen? Also wir haben eine separate Temperatureinstellung für die Heizung. Auch wieder für Tag und Nacht separat. Insofern ist es unabhängig von der sonstigen Temperaturregelung. Und für die Kühlung haben wir ja ansonsten noch eine Hysterese-Einstellung, sogar für die obere Hysterese-Schwelle und für die untere separat, sodass wir da eigentlich alle Flexibilität haben, die wir brauchen. Also kann ich für die Tagphase und die Nachtphase einen Bereich jeweils verschieden einstellen, in dem sich die Temperatur bewegt? Korrekt, ja. Sehr schön. Ich habe einen Raum mit einem Endfeuchter und einem B-Feuchter. Kann ich zwei Werte dem Controller mitgeben, dass er, wenn die Feuchtigkeit unterschritten wird, befeuchtet und wenn die Feuchtigkeit überschritten wird, den Endfeuchter anspringen lässt? Quasi ja. Also wir haben einen einzigen Luftfeuchtigkeitssollwert, den wir einstellen können, also schon separat für Tag und Nacht, aber jeweils nur einen. Und dann haben wir aber zusätzlich eine Einstellmöglichkeit, die heißt Abstand Endfeuchter, so dass wir sagen können, dass die Entfeuchtung, wenn wir sagen, wir haben einen Abstand von 10% Luftfeuchtigkeit, dass der Entfeuchter erst anspringt, wenn der Sollwert um 10% überschritten ist. Okay. Kann ich auf den Grow Control irgendwie von außen zugreifen? Per Funk, per USB oder mit einer LAN-Schnittstelle? Nein, bisher nicht. Also wir sind im Moment dabei, eine Wi-Fi-Anbindung umzusetzen. Wir sind da im Moment in einer Beta-Testphase, insofern ist es noch nicht ganz spruchreif, aber wir sind da hier unter uns. Ja. Also da passiert was, aber im Moment haben wir keine wirkliche Datenschnittstelle. Gut, das wird dann auch nur über Wi-Fi sein oder auch über einen LAN-Port? Nur über Wi-Fi. Der USB-Port, wofür ist der eigentlich da? Der ist für Firmware-Updates, so dass, wenn wir irgendwelche Änderungen, neue Funktionen oder vielleicht auch mal eine Fehlerkorrektur, kommt auch manchmal vor, aber vor allem neue Funktionen hinzufügen, dann bringen wir ein Software-Update raus. Und da über diese USB-Schnittstelle und mit einem USB-Stick kann dann die neue Firmware aufgespielt werden. Okay, also bleibt das Gerät stets aktuell, wenn sich mal was verbessern sollte. Ja, genau. Lockt das Gerät irgendwelche Daten mit? Bisher auch nicht, leider. Also das im Zusammenhang mit der eben erwähnten Wi-Fi-Schnittstelle haben wir auch dann Datenlogging mit an Bord. Bisher ist es, also wir hätten die theoretische Möglichkeit, auch auf dem USB-Stick Daten aufzuzeichnen, haben wir bisher nicht umgesetzt. Es ist auch im Moment nicht klar, ob es umgesetzt wird oder nicht. Da will ich jetzt insofern keine Versprechungen machen. Das wäre schade. Ich glaube, das wäre für viele eine interessante Sache, seinen Raum über mehrere Tage oder Großzyklen beobachten zu können. Das ist richtig. Man kommt halt man braucht natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, das vernünftig darzustellen. Natürlich können wir sagen, wir geben den Leuten einfach nur eine CSV oder Excel-Datei. Das entspricht dann halt auch nicht mehr wirklich unserem Anspruch, ein vollständiges und rundes Produkt anzubieten, ne, wenn man dann solche halbgaren Lösungen anbietet. Okay. Aber ja, ich stimme zu, es wäre vielleicht besser, eine CSV-Datei zu haben als gar nichts. Okay. Der kleine Bruder vom Growbase hat auch Tag- und Nachteinstellungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ja, genau. Alles grundsätzlich separat. Ja. Unterschiedliche Lüftereinstellungen, also Minimal-, Maximal-Drehzahlen. Auch separat für Zuluft und Abluft. Gut, weil auf den sind wir jetzt in diesem Video noch nicht weiter eingegangen, aber im Grunde kann der die Abluftsachen genauso wie der große Bruder. Genau, der kann nicht viel, aber das, was er kann, kann er richtig gut.
Ist denn in Zukunft vielleicht ein größeres Display geplant, was vielleicht auch Touch hat, um die Bedienung übersichtlicher und einfacher zu machen? Also wir hatten gerade schon über eine Wi-Fi-Schnittstelle gesprochen. Die wird es geben. Die wird es einmal in einem lokalen Modus geben, sodass ich keine Verbindung mit dem Internet aufbauen muss. Aber es, dadurch können wir, ist unsere Strategie eigentlich eher, ein super Display zu benutzen, was jeder in der Tasche hat, als jetzt hier ein, ja, mittelmäßiges, großes Display einzubauen. Was sich dann auch im Preis wahrscheinlich wieder niederschlagen würde. Genau. Also so bei der Produktserie, wie sie im Moment lebt, ist es nicht geplant. Gut, dann bedanke ich mich für deine Antworten. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen auch weitestgehend beantworten. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal als One-Take. Das Grauberg-Schild wurde gehalten vom PK-Booster Composte, vom Biotabs. Ja, euch beiden vielen herzlichen Dank, dass ihr uns heute am Grauberg besucht habt. Tobias, vielen Dank für die Vorstellung von Produkten. Ich glaube, es war wirklich interessant für einige von euch. Thomas, vielen lieben Dank für die Detailfragen und für deine Expertise. Im Großen und Ganzen stehen euch Bloomtake und auch der Grauberg sehr, sehr gerne für Detailfragen zur Verfügung, insbesondere bei Optimierung im laufenden Betrieb, was immer notwendig ist. Jeder hat eine individuelle Umgebung, jeder hat eine andere Luftfeuchtigkeit. Der eine ist im Keller, der andere ist auf dem Dachboden. Da sind wir für euch da und wir beschließen das Video an der Stelle mit noch einem herzlichen Dank an Max. Max, übergebt mir nochmal die Kamera. Er tut uns allen drei so ein bisschen leid, weil er jetzt wirklich extrem viel zum Schneiden hat, der Kerl. Danke auch dir für deine Zeit und ja, wir haben, was machen wir jetzt noch? Wollen wir die Kiste Bier aufmachen oder? Ja, oder? Das ist ein guter Moment, würde ich sagen. Ne? Das ist ein guter Moment. Alles klar. Max, bist du trinkbereit? Ich bin immer ready. Okay, bis bald am Grauberg, Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr euch das Video wieder bis zum Ende angeschaut habt. Die nächsten Grauberg-YouTube-Videos folgen. Abonniert deswegen unseren Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst ein Like und ein Abo da. So das ganze Konglomerat, was man auf YouTube so alles machen muss, um den armen YouTuber zu unterstützen. Wir sehen uns bis bald. Mats ab, macht's gut. Tschüss. Und mir war eine Fliege auf der Nase und ich habe es nicht geschafft, nicht zu wischen. Max, mach mal ein Bild hier, mach mal einen Schwenk hier rüber, so. So, okay, weiter.